Willkommen zu meinem neuen Display, und zwar Pokémon Schwarz Edition 2. Der Super Ultra Mega Randomizer Hoch 2 Nuzlocke Challenge. Ich habe alles verändert, was geht. Also ich habe es so absurd wie möglich gemacht. Die Stats sind komplett random. Die Pokémon sind komplett random. Die Trainernamen sind random. Alles ist random. So, jetzt geht's erstmal los mit dem Tutorial, das schneide ich am besten raus. So, das war das Tutorial. Also ich hab's rausgeschnitten. Mein Rivale heißt Randoms mit Z am Ende. Weil der Rivale nicht mein Rivale ist, sondern die übertriebene Randomness. Aber Randomness hat nicht reingepasst. Von daher ist mein Rivale jetzt Randoms. So, ich schneide die Story mal so ein bisschen raus, weil also das interessiert jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht. So, das Telefongespräch habe ich jetzt rausgeschnitten. Was es ja am Anfang gibt. Kennst du Professor Esche? Ja. Ich gebe übrigens zu, dass ich schon einen Versuch hatte. Da bin ich aber beim ersten Encounter gestorben. Von daher habe ich es jetzt nochmal neu aufgenommen. Also nehme ich es jetzt gerade nochmal neu auf. Weil ich eigentlich mindestens zwei Parts haben wollte. Ist zwar jetzt ein Stückchen unfair, aber naja. So gut, mein Rivale Randoms hat sich jetzt angeschlossen. Und jetzt muss ich zu Belle gehen, die da oben direkt ist. Ich kann leider jetzt noch nicht sprinten. Sehr schade, aber damit muss ich leben. Zack. Yep. Und da fällt mir gerade noch was ein. Ich stelle nochmal die Textgeschwindigkeit hoch. Hier auf Optionen. Textgeschwindigkeit. Perfekt. So, und natürlich erstmal in den Mülleimer schauen. Kann ja immer was Sinnvolles noch drin sein. Ja, das bin ich. So, die Starter kenne ich schon. Ja, eins davon soll mein zukünftiger Partner sein. Beim ersten Run habe ich Klick genommen, aber das ist kompletter Trash gewesen. Von daher entscheide ich mich dieses Mal für den Stahltypen Rockheimern. Danke. Ich muss einen Spitznamen geben, natürlich. Ich weiß nicht, glücklicher Zufall. Ist das ein guter Spitzname? Ich versuche es mal reinzuquetschen. Gut. Glücklicher Zufall. Genau. Ich hoffe mal, dass es auch ein glücklicher Zufall ist. Und nicht, dass ich jetzt den ersten Kampf nochmal verliere. Naja. Hoffentlich habe ich auch eine Attacke dabei, mit der ich angreifen kann. Ich lasse mich mal überraschen. Ich könnte eigentlich nochmal nachgucken. Doch, ich gucke da nochmal kurz vorm Kampf nach. So, der will jetzt noch sein Pokédex haben. Gut. So, jetzt muss ich mit ihm reden, damit ich kämpfen kann. Aber ich gucke erstmal nach meinem Pokémon. Bricht 25 KP, das ist gut. Stahlpflanze. Lol. Also ich kann Schattenstoß mit Typ Eis. Ich kann Fauna-Statue. Ich kann Zeitenlärm. Was? Und Kraftaustausch. Gut, Spezialangriff, Angriff. Also Angriff ist besser als Spezialangriff. Ich bin Typ Stahlpflanze. Ich denke mal, da werde ich mit Fauna-Statue angreifen. Damit könnte ich vielleicht was reißen. Aber ich muss erstmal gucken, was er für ein Pokémon hat.
Und das finde ich auch lustig, dass es hier auf einmal Englisch war. Oder Englisch ist. Ist wahrscheinlich ein Bug, der durch das Randomizen oft geht. Oder dadurch verursacht wurde. Er hat einen Molly Moore Bar. Aber das muss noch gar nichts heißen, denn die Stats sind komplett random. Ja, vor einer Statue. Stromstoß kann das. Ja, Stromstoß, das ist genau die Attacke, die mein Klick vorhin kannte. Und welchen Typ hatte Stromstoß? Ich glaube, Typ Pflanze oder so? Könnte ich mal angreifen oder wie sieht's aus? Komm bitte, bitte, bitte. Nein. Dann greife ich dann mal mit der anderen Attacke an, oder? Oh nein, ich verliere wieder. Ich verliere wieder. Aber es zählt erst, wenn ich meine Pokebälle erhalten habe. Ja, toll. Super. Was ist das, Mann? Egal. Egal. Bitte lass mich in Ruhe. Komm, gehen wir ins Pokémon Center, genau. Und bei der ersten Pokébälle. Die Fangrate ist übrigens auch komplett random. Also ich muss tatsächlich Glück haben bei meinem ersten Kampf. Ich kaufe mir erstmal Tränke. Tränke sind sehr wichtig. In einer Nasslok. Ich glaube, ich kaufe nochmal 5. Ja, ich kann mir keine 10 Bälle mehr leisten, sonst hätte ich noch einen Premierball dazu bekommen. Aber leider nicht. Ich glaube, ich kriege jetzt sogar meine Turbo-Treter. Sehr, sehr gut. Ja, perfekt. Gut, auf geht's zum ersten Encounter. Nachdem mich meine Mutter in Ruhe gelassen hat. So, die gibt mir jetzt noch einen Trank. Stimmt, ich hätte eigentlich vorhin nicht Game Over gehen müssen. Ich hätte mich einfach noch heilen müssen. Oh Mann. So, die zeigt mir jetzt, wie man fängt, aber das ist nicht random. Also die setzt ihr ganz normales. Was jetzt hier ein, keine Ahnung, aber sie fängt sich ein Felidu auf jeden Fall. Ich schneide es raus. Jurclef war das Pokémon, was sie hatte. Ja gut. Ja gut. Jetzt wird es kritisch, jetzt wird es kritisch. Letztes Mal bin ich genau hier gestorben. Mal schauen, wie es diesmal klappt. Es ist wieder ein Papinella. Es war vorhin schon ein Papinella. Und ich bin ehrlich, wenn ich versuche, mir das zu fangen. Ich glaube nicht, dass es drin bleibt. Aber das Rockerman war tatsächlich ein glücklicher Zufall. Ich bin Stahlpflanze, das sollte nicht so effektiv. Ach nein. Die Typen von den Attacken sind auch gerandomized. Also. Oh Mann. Ach, ich weiß halt nichts. Ich weiß nicht, welche Attacken welchen Typ haben. Das ist eigentlich zu verwirrend. Es ist schon zu verwirrend. Aber genau das ist der Sinn dieser Randomizer Challenge. Schade. Okay, jetzt muss ich den Blubber noch überleben. Perfekt. Meine Initiative sinkt, das ist mir egal. So, ich heil mich erstmal hoch. Ich will dieses Papinella haben. Das ist jetzt erstmal oberste Priorität. So, Bälle. Pokébälle einsetzen. Zwei. Drei. Yes! Sehr gut. Gift Psycho. Okay. Okay, die Pokédex-Einträge sind nicht gerandomized.
Ja, muss ich ja. Papinella ist ein Schmetterling, also nenne ich es. So, während meiner Recherche für einen Spitznamen ist mir das Wort Saugakt untergekommen. Ich weiß nicht genau, warum ich das jetzt so nenne, aber wenn es ein Schmetterling ist, der wahrscheinlich irgendwie schon irgendwas saugen wird, nenne ich es jetzt einfach Saugakt. Und mein erstes Ziel ist erstmal das Pokémon Center. Ich bin gleich wieder hier. So, weiter geht's auf Route 19. Und ich muss mal kurz was nachgucken, und zwar ob ich EP bekomme. Nein. Da war das erst ab der nächsten Gen so, dass man bei einem gefangenen Pokémon trotzdem EP bekommt. Oh nein, noch ein Encounter. Es ist gerade War, ernsthaft? Ja gut, es kann auch ein schlechtes gerade War sein, keine Ahnung. Ach, ich mache einfach weiter Schattenstoß. Perfekt. Ich bin so typisch Stahlpflanze, aber Brandstempel ist nicht sehr effektiv. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wenn ich Zeitenderben mache, muss ich dann aussetzen. Ach, es hat keine Wirkung. Zeitenderben hat keine Wirkung, das heißt, es ist normal. Gut zu wissen. Oh, nice. War das gerade sehr effektiv? Scheiße, ich habe nicht geguckt. Aber die Stats von glücklicher Zufall sind ziemlich gut. Kämpft die? Ich glaube nicht. Ich gehe mal außen rum. Mal schauen, ob die Items randomized wurden. Ich glaube schon. Seidenschal? Ernsthaft? Ich glaube, das ist randomized. Ja, weiß ich. Ach Mist, ich bin auf Nein gegangen. Ich bin auf Nein gegangen. Ja. Soll ich noch mit der da reden? Es war eine dumme Idee. Es war eine dumme Idee, ich werde sterben. Als ob es hier jetzt Mortar-Pale gibt. Es gibt Mortar-Pale und Papinella. Alles klar. Oh nice. Ist effektiv. Blätter tut mir nichts. Ich guck noch mal auf die Stats von meinen Pokémon, weil bei glücklicher Zufall gibt's dann ja noch Wasserring. Ja, da kann ich mal Kraftaustausch raushauen. Bei glücklicher Zufall gibt's ja noch die als Entwicklung. Und wenn die Stats besser werden könnten, dann breche ich die Entwicklung lieber ab. Ich weiß nicht mal, inwiefern Wasserring Typ Elektro, genau. Ich weiß nicht mal, inwiefern die oh shit. Oh shit, oh shit, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Ich weiß nicht mal, inwiefern die. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Die Entwicklungen werden die meisten. Die Level müssen die gleichen sein und so. Oh fuck, Junge, ich werde drauf gehen. Warte mal, das ist sehr effektiv. Das ist dann bestimmt Typ Feuer. Typ Feuer. Welchen Typ hat Saugakt? Gift Psycho. Lol. Die Angriffswerte sind gut, aber für die Verteidigung richtig scheiße. Ich werf's mal rein. Das kann jetzt richtig dumm sein. Aber ich glaube, das sollte. Perfekt. Blubber, Typ Flug. Keine Ahnung. Das Teil scheint nur Absorber zu können. Ich meine, mein Angriff ist ganz gut. Ich hoffe mal, dass sein
sehr effektiv. Das heißt... Wait. Entweder Typ Feuer oder ein anderer Typ auf dem Wasser sehr effektiv ist. Am besten ich öffne mir mal so eine Typentabelle irgendwie auf dem zweiten Monitor. Damit ich weiß, welchen Typ diese Pokémon haben können. Das wäre sehr von Vorteil. Ja, genau. Das hat sich gelohnt. Ja, ich würde sagen, ich beende hier den Part. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Speichern? Ja, komm, speichern.